beim Flughafenfest. Wir sind von der zentralen Diensthundestaffel in Mittelfranken und wollen Ihnen diese heute mal vorstellen. Wir haben dazu zwei Hunde mitgebracht, einen Rauschgift und einen Sprengstoffhund. Die sind beide dual ausgebildet. Wir wollen Ihnen einmal vorführen, der Kollege hat ein Rauschgift versteckt, wie der Hund das auffinden kann. Dann wollen wir Ihnen aus dem Bereich Gehorsam und Gewandtheit etwas zeigen, also so Unterordnung. Und am Schluss wollen wir mal nur zeigen, wenn ein Hund einen Täter stellt und den dann auch mal beißt. Dazu ein paar Sicherheitshinweise. Ich würde die Kinder ganz gern bitten, wenn der Hund jetzt dann vielleicht auch ganz nahe oder so vorbeigeht, bitte den Hund nicht streicheln. In der Regel sind das alles wirklich gut erzogene Hunde, die sind bei uns daheim in den Familien integriert. Die meisten kennen auch Kinder, ist kein Problem, es ist aber trotzdem ein Polizeihund. Und ich bitte euch, die Hunde nicht zu streicheln oder anzufassen, weil der Hund kann ganz einfach auch mal erschrecken und aus diesem Schreck vielleicht einmal hinstoßen oder berühren. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das für alle ein schönes Event wird. Das ist ein belgischer Schäferhund, wie gesagt 4,5 Jahre alt, der Hund bei mir daheim, ist bei mir in der Familie integriert, ich habe 3 Jahre. Gibt es auch immer Belohnung für ihn rein, dass er sich noch wieder freut, dass er das mit Freude macht, was ich von ihm verlangt. Aus! Steh! Ja! Das muss immer ein bisschen emotional kommen. Ein Hund, der braucht. Danke, vielen Dank. Ein Hund, der braucht die Emotionen. Der muss das aus dem schon raushören. Meint er es jetzt ernst? Ist es jetzt ein Gaudi? Ist es mal Belohnung da? Das hört er alles aus der Stimmlage auch raus. Darum dürfen Sie auch einen Hund immer weg über die Bühne feuern. Super, ein Klasse und so weiter. Auf! Jawohl, jetzt hat er den verstellt. Längere Flug können wir hier leider nochmal simulieren. Und dann packt er ihn da an der Wade. Und dann sollte der Täter möglichst schnell ruhig stehen bleiben. Und aufs Kommando hat der Hund ausgelassen. Ich glaube, das können wir mal ganz kurz applaudieren. Das ist natürlich. So, jetzt ist er fast. Hat er was gemacht, der Lund? Hat er was gemacht, der Lund? Jawohl. Also ich würde ruhig stehen bleiben an Ihrer Stelle, weil das andere tut mir furchtbar weh. Von dem anderen spannend. Jawohl, der Hund hat sich das super gehört. So muss das aufhören. Ganz perfekt, das ist gut. Jawohl, jetzt kriegt der Hund seine Belohnung nochmal zum Abschluss.